Willkommen zurück zu Outlast. Eigentlich sollten wir jetzt in die Freiheit können. Aber irgendwie. Hallo? Aber irgendwie sind wir jetzt hier gelandet. Ganz zu unterst. Und komischerweise ist hier alles hell. Was ist das denn? Gut, ich sag's genial. Ich habe das Let's Play schon gesehen bei einem anderen Let's Player und ich weiß, was uns erwartet. Das kennen wir alles aus dem Video und hier ist offensichtlich was gehörig schief gelaufen. Was ist denn das hier alles? Ah, eine Akte. Alles nur eine Akte, alles nur eine Akte, genau. So. Ha. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818, anonym veröffentlicht, Kapitel 13, 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornenbrand und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Hä? Was ist das hier? Ach so. Wallrider Project. Und was es mit dem Wallrider noch auf sich hat. Ja. Ja. Lasst euch mal überraschen. Bleh. Na genau. Bleh. Okay. Was ist hier unten so? Nichts mehr am Leben? Ja, und in der Anstalt hier ist so eine geile, so eine komische Sache und die sehen alle nicht mehr gesund aus, überhaupt nicht mehr. Es ist hell, es ist weitläufig, es ist leer. Warum? Tja, bleh. Milka und Schokolade haben sie schon mal im Überfluss. Bleh. Batterie, ich wusste doch, ich habe was blinken gesehen. Warum immer neben einer kaputten Kamera? Und Kaffee, der schön kalt ist, nehme ich mal an. Ja, vorhin war es noch 9 Uhr. Es ist schon 4 Uhr. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Nehmen wir das mal und was Neues. Okay. Ah. Projekt Wallrider, Obduktionsbericht MM1300921. Formhinweis, alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Aktien der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifel an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken, und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Mormontherapie
deine chemische Fixierung haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. Was zum Teufel wollen die mit Spermaprotein oder wie das Zeug heißt? Also, keine Daten? Also ich weiß nicht, ob es das schwer. Es gibt ja, Sperma ist ja vielleicht der Begriff, der Oberbegriff für alles Saatgutliche, aber ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal weiter. Okay, jetzt kann man auch noch Hürchenspringen machen, wenn man will. Warum? 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 Hier ist doch nichts. Ah, da geht's nach draußen. Hier geht's rein. Gut. Morphogenic Engine. Hatte tut er da das? Erzählen wir uns doch gleich mal. Hier. Wenn ich noch den richtigen Knopf finde. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen an Algorithmus programmiert und uns neu verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestürzte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Genau. Hier ist nichts mehr Besonderes. Nein? Gut. Alter, voll der Kontrast zur Anstalt, ne? Naja. So. Es geht erstmal weiter. Hier ist ja nichts. Na gut. Hier geht's auch nicht weiter. Da heißt schon mal finster. Aber wir haben ja Nachtsicht. Ja, ja. Hi. Was denn? Du machst mir was. Das haben wir nicht nett. Kommst du mir noch nach? Ja. Der Wahlweiter, wie er leibt und lebt. Und mich basht. Zum ersten Mal hat mich der Wahlweiter gebasht. Premiere. Bin ihm aber nicht böse. Nein. Warum auch? Denn ich weiß sein Schicksal. Ja. Ich verschwinde. Genau. Deshalb wollte ich hören. Genau. Aber sobald, solange wir ihm ausweichen können, die Bommelbros sind ja wieder nett. Und ich denke, wir haben nichts zu befürchten. Oder doch? Was machst du denn wieder hier? Okay. Okay. Und? Und so. Tja, also ich sag mal, was ich von Blech. Was man so sagt. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Der eine Feind ist weg, also ist der andere wahrscheinlich mein Freund. Und ich habe eine Notiz. Tod des Soldaten. Okay. Musste gehen, Entschuldigung. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, ich hoffe, dass du nicht eine andere gefunden hast. Doch irgendwie schon. Der hat mich genervt. Gut, ich wünsche nicht jedem, der mich nervt, den Tod. Also, nein, nein. Aber hey, Moment, kann ich jetzt da nicht durch? Nein, genau. Der hat mich genommen. Jetzt kann ich wohl hier durch. Okay. Der Wallrider ist erstmal gut. Ich habe so das dezente Gefühl, ich gehe den falschen Weg. Genau, ich kann ja
muss ja zurück, also muss ich jetzt wieder zurück und das heißt, ich muss weiter. Mensch, Hirnverkrümmung, hallo. Tja, noch den Wallrider in den Hacken, ne? Aber wenn das nicht schlimmer ist, geht's ja noch. Aber wie hat der Fetzer so schnell hier runtergefunden? Das frage ich mich echt. Es ist unlogisch. Aber was ist hier schon logisch? Hallo? Kann ich hier vielleicht durch? Nein? Ah! Was denn? Geht doch nicht weiter, oder? Kann ich hier durch? Nein. Ist ja gut. Geht das Zeug abschalten. Moment. Wenn ich denn wüsste wo. Ja, ja. Hier rein. Ist hier was? Oh, schau. So eine Sammlung habe ich auch. Nee, Quatsch. So ein Spültrog auch. Nee. Schon lange keine Batterien, aber Mann, ich will die Computer mitnehmen, du. Könnte ich gleichzeitig aufnehmen und bearbeiten. Aber das sind natürlich... Das ist Gejammer auf höchstem Niveau. Ah. Okay. Ach, da ist noch einer am Leben? Wer bist denn du? Ich glaube mal aufnehmen, ne? Wer bist denn du? Dieser Wernicke? Ich dachte, er sei vor 50 Jahren gestorben. Ja, so sieht er auch etwa aus. Na, dann red dir mal das Leid von der Suppe, du. Ja. Bla. Ich kenn's schon. Also, bald fertig lamentiert. Typisch Rentner. Kam von der Glotze weg. Ja, damals war's so. Ja, ich weiß noch genau. Ja, weil im Nachhinein sagen sie, ja, es war dumm. Warum macht ihr denn so einen Shit? Ihr seid doch nicht mehr alle ganz... Alle Untertassen in der Schublade. So hast du dich bald ausgequatscht. Was? Ich muss ihn töten? Ich muss töten. Okay. Ich muss den Wallrider töten, ja. Sag mir wie. Hinter Glaswand und alles ist das immer leicht, ne? Ja, ich muss also wieder mal etwas Unmögliches töten. Und der Geist, der Wallrider, heißt Billy. Hey, Billy! Ja, bete du mal ein bisschen, wenn es dir gut tut. Ja, hau dich auch ein Messer in den an die Kinnschublade und gut ist. Ist gut. Alles gesagt.
Also, der Wallrider ist also ein Mensch gewesen, logisch. Und heißt Billy. Na gut, Billy. Na, komm mal her. Ich denke, ich kann immer noch nicht da durch, ne? Muss ich noch was erledigen? Ah, jetzt ist zu. Jetzt ist zu. Aber hier nicht. Aha. Was haben wir hier so? Nichts Besonderes. Was haben wir hier so? Werk. Na gut, na gut, na gut. Hallo, hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Okay. Tja, dann schätze ich mal, wir müssen raus. Aber wo geht's raus? Die Frage der Lage. Die Frage der Lage. Ach, geht's jetzt hier raus? Nein. Ach, jetzt du wieder. Ach, komm schon! Sacramento! Ich muss wohin? Ich muss wohin, genau. Ihr setzt zu? Nein. Puh. Ich geh mal raus. So weit wie ich kann. Ne, von hier kam ich ja, ne? Ja, von hier kam ich. Von hier kam ich. So groß und doch ein Labyrinth. Ja, ja. Ein Geist mit übermenschlichen Kräften. Ja, ein Geist, der dich anfassen kann und alles bewegen kann. Das ist ja fast schon God-Mode, ne? Kann man ja wirklich so sagen. Okay. Richtung Ausgang. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich zum Ausgang kommen soll. Aber ich denke mal, dass ich das schon noch herausfinden werde. Irgendwie. Ach komm schon. Wo war ich vorhin denn? Weiß nicht mehr. Irgendwo. Ist er hier durchgeht. Gehen werden. Nein. Nein. Computer sagt nein. Ja, ich glaube, hier irgendwo war es. Ja, ja, ja. Und jetzt hier. Endlich. Ah, speichert endlich. Genau, das wollte ich doch. Aha. Ja, ist schon gut. Endlich! Und jetzt geht's hier irgendwie weiter? Lässt du mich bitte mal oder nicht? Ach, wie du willst, mach wie du willst. Ach, toll! Einmal gepackt und hinne bist du.
Leiser, meine ich. Na gut. Lass mich die Kamera an. Nein. Moment, Moment, Moment. Jetzt hier rein. Nein. Hier rein. Nein. Hier rein. Da hoch. Ja, du. Das ist jetzt fies. Das war jetzt fies. Habt ihr gesehen, wie der so Anlauf genommen hat und in uns rein? Aber voll fies. Voll fies, der alle Zipfelklatscher. Na gut, na gut. Wir haben eine Treppe gesehen und wir wissen, wie wir da hinkommen. Nicht so, nein. Also geradeaus und links. Und wieder geradeaus. Ich hoffe, diesmal klappt's. So. So, gut, gut, gut. Bis jetzt klappt's. Okay. Lass mich bitte mal in Ruhe. Ja, Türe zu machen nützt nichts. Das hält ihn ab. Okay, ich vertraue euch. Ja, ja, ich bin's. Hallo Kamera. Na gut. Dadurch. Die Meile entlang, die Meile entlang, die Meile entlang. Hallo? Danke. Okay, was haben wir denn hier? Der morphogenetische Antrieb. Wie er leibt und leidet. Leidenschaft. Das ist wohl unser Wohlweiter, Billy. Alter, wer will so, ja, enden nicht, aber leben, also wirklich, schaut mal. Nee, 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 nee. Schämt euch, also Menschen, die sowas machen auf der Welt, schämt euch. Was hast du was? Hier gibt's nichts zu sehen. Deine Hackfresse eh nicht, du nervst. Okay, wir müssen das hier abschalten. Nein, nicht das hier, sondern das hier. Genau. Das führt wohin? Hierhin. Ich denke mal, wir müssen mal nach oben. Lineares Spiel. I like it, I like it. Gefällt mir. Geh. Warte kurz. Gefällt mir. Noch eine Batterie. Wieso wird es dunkel? Nein, geht gar nicht auf. Okay, so viel zur Linearität. Vielleicht auch runter? Nein. Er will sich eben nicht wehtun, ist ja verständlich. Geht jetzt hier lang? Geht es da lang? Na? Jaha. Sicher. Flatsch. Immer schön wie in Meyer's Edge. Immer schön dem farbigen Geländer nach. Genau. So ist es. Okay. Gibt's hier was? No? Hm? Nee, Akte. Lesen wir doch. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der Moderne Fallalala. Lerne die, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um viele, wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ist, wart. Und wie viel glücklicher ist er nicht soll, ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebt, die größer sein als seine Natur, es ihm erlaubt. Nein, es gab keinen. Tonproblem, ich muss die nur rübsen. Tja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber ja, ich schwitze immer. Nein, nein, natürlich nicht. Geht's hier lang? Aha, drehen wir mal auf und drehen wir runter.
Beim Klang an hat es dem Wallrider nicht gefallen. Oder besser gesagt, Billy. Ja, dem Billy gefällt es gar nicht, wenn man seine Existenz vernichten möchte. Ja, ja. Okay. Kommt er uns nach? Ja. Ja, er kommt uns nach. Ich würde gerne nach unten, aber es geht nicht. Na gut. Habe ich das jetzt gemacht? Ja. Ja, dem Billy gefällt das überhaupt nicht. Nein. Okay. Türen muss ich gar nicht erst zumachen. Aber aufmachen bitte etwas schneller. Danke. Dafür. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt da hoch? Ich glaube schon. Jetzt da rein? Was ist denn da? Komm her durch. Aber immer. Gut. Da durch. Jetzt hier hoch, nehme ich mal zu ziemlich sicher an. Hoch, wie beste Ego-Shooter-Manier, hoch, meine Fresse, hoch, zurück bin ich nicht Raucher, hoch, und gut, jetzt wird es. Geronimo! Geht doch. Und dadurch. Hallo? Ja. Hier durch. Wenn man bedenkt, dass man den Wallrider zum ersten Mal gesehen hat in diesem... Ja, in diesem Dingens. Gerätschuppen oder was das war, ne? Ist sie noch? Ah! Aber hier so alles so hell und so. Und noch eine Dokumentation. Okay. Was sonst nichts zu tun, ne? Okay. Entschuldigung, ist Abend. Ich habe gearbeitet. Anbei finden sich das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merkur Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm in Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zellen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nicht von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, dass seine Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. William Hope, der Wallrider heißt William Hope. Oder umgangssprachlich Billy. Na gut. Billy Hope. Jetzt mal Zeit, dass ich hier einen Stecker nehme. Und das passt ihm natürlich auch wieder nicht. So, runter da. Was ist das für Gas, das uns eigentlich schützt? Weiß es jemand? Ja, kein Strom mehr, genau. Okay. Und schon wieder haben wir Strom. Ja. Und hepp! Ah, danke. Okay.
Oder auch nicht? Okay, hey! Was machst du mit mir? Autsch. Was muss wir getan haben? Aber er kann noch rennen, gut. Ja, einerseits hat mich das jetzt die ganze Nummer erspart, da runter zu klettern. Wobei ich lieber runtergeklettert wäre als das da. So, jetzt. Billy, wo bist? Wo ist Billy? Wo ist William Ho? Mann! Ja, natürlich um das ganze Zeugs herum. Lass mich das jetzt machen, du. Hier? Nein. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Mach, was du nicht tun lassen kannst. Da ich weiß, wie der Part endet, machen wir ein bisschen Überzeit. Ja, ja, gute Checkpoints, das muss man auch sagen, ne? So. Runter. Runter. Das ist da oben. Hallo? Ja. Nein. Kann ich durch? Hallo? Nein, natürlich nicht. Ja, ja. So ist es. So, jetzt aber komm. Gib mal Gummi. Meine Fresse, erschreck mich doch nicht so. Ja, ja. Hier runter. Gut. Billy. Billy Boy. Wie kann ich das abschalten? Ich weiß gar nicht wie. Nee, ich weiß nicht wie. Weißt du wie? Nein. Hör auf, mich zu nerven. Ah! Ich versuche einfach mal ein bisschen paar Wege aus. Eine wird schon sein. Hier geht's nicht lang, ne? Nein. Hier? Was? Nein. Hörst du auf? Ja. Ich bin ja auch so klug und bleib stehen, ne? Das muss man machen bei Killerspielen. Immer stehen bleiben, genau. Dann hat der Gegner am wenigsten Brot. Wo kann ich hier? Wo geht's weiter? Das frage mich einfach. Irgendwann finden wir die Lösung schon, sicher. Weiß nicht, ob ich da durch muss. Nein, nicht da, sondern da in der Mitte durch. Ab durch die Mitte. Versuchen kann ich es ja. Na? Und es geht sogar. Oder kam ich von hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Schreibst du mir mal von der Kimme bitte? Ach so. So geht's. Weiß ich das? Nein. Gut, die lebenserhaltenden Maßnahmen sind weg. Und das gefällt natürlich dem Billy gar nicht. Was macht ihr jetzt mit uns? Hallo? Hörst du mal auf damit?
eigentlich jetzt, also ist mein Charakter jetzt tot oder? Gut. Wir sind noch am Leben. Der Wallrider ist weg. Was heißt dann wohl, dass er besiegt ist? Dass wir mit den wenigen Fingern, die wir noch haben. Ja. Würde ich mal behaupten. Ich nehme noch die Akte. Nein, das ist nicht Leck. Er ist wirklich so verwundet. Der arme Typ. Morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle lebenswichtigen lebenserhaltenden Systeme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Ja. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon. Fluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung der Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr bei Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Zweitens, die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Hätte ich es eigentlich vorhin schon lesen können, ne? Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Und drittens, im Falle eines Ausfalls des Lebenserhaltungssystems 1 und 2 springt der Notfall, das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod Patienten. Klingt doch irgendwie gar nicht so schlecht. Billy ist tot. William Hope ist nicht mehr unter uns. Und wir sind ja auch ziemlich gedeppert, aber komm jetzt. Das schaffst du noch. So kurz vorm Ziel. Klappt das doch. So, jetzt nur keine Müdigkeit. Komm schon. Zu Hause wartet ein schönes, gemütliches, warmes Bett und ich höre wieder den Hohn weiter. Aber er tut uns nichts mehr. Gut. Okay, komm jetzt. Das schaffst du. Komm. Zu Hause wartet ein Essen, ein Bett und vielleicht eine Frau. Komm, ja, wir haben es gleich geschafft. Bald ist es gut, bald ist es vorbei. Wir können, wenn wir können, in Ruhe schlafen. So, es geht nicht schneller, nein. Aber bald ist es ja geschafft. Komm jetzt. Komm, der Wallrider ist, dann hörst du nur noch. Komm jetzt. Ja, komm, ja. Komm, Zähne zusammen und raus. Hallo? Hey! Schweine hier. Naja, schön war's trotzdem. Gott im Himmel. You have become the horse. Wir haben alle gecheckt, was passiert ist. Der Wallrider hat sich in uns einquartiert und durch den Tod des Hauptdarstellers, des Protagonisten, ist der Wallrider, sind wir zum Wallrider geworden. Ja, das Spiel ist ein Indie-Spiel, also hat so angefangen. Es ist linear gewesen,
Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und hoffe euch auch. In dem nächsten Horrorspiel, was ich let's playe, habe ich vor von einem Kollegen einen Tipp bekommen. Slender The Arrival oder zumindest ein Slenderman Game. Ich freue mich drauf, soll ähnlich gut sein. Und danach, denke ich mal, es wird nicht allzu lange dauern, kommt dann noch der Download-Content Outlast Whistleblower. Habe ich schon gespielt, ist ein Zacken kranker, aber gut. Ich werde dann auch nicht mehr Clips reinschneiden. Hier habe ich das Gefühl gehabt, dass die Clips ein bisschen... Zum einen, dass das Geschehen ein bisschen auflocken und zum anderen, anstatt dass ich mir eine Kamera vors Gesicht halte, so meine Meinung kundgeben kann, anschaulich. Aber ich werde es dann nicht mehr machen, denn meine Meinung hört ihr ja und... Tja. Es spielt keine Rolle, ob man die Clips reinschneidet, das Spiel ist eh der Horror und das soll auch so sein. Tja, ich freue mich auf die nächsten Spiele, hoffe, euch hat es gefallen, mir hat es sehr gefallen. Und Daumen hoch natürlich, wenn es gefallen hat, würde mich sehr freuen. Abonnieren, wenn ihr mich noch nicht habt. Grüße alle Neuzugänge oder die sich auf meinen Kanal verirrt haben. Tja, also dann. Ihr verpasst hier nichts mehr, das sind die Credits, dann kommt der Hauptbildschirm. Oder verpasst, passiert man hier? Nö. Kommt einfach wieder der Titelbildschirm, wenn ich mich nicht irre. Na? Ja, kurzer Unterbruch. Okay, wie gesagt, Daumen hoch und wir sehen uns in einem der nächsten Videos und der anderen Videos, die ich schon, ja, ihr wisst, was ich meine. Bis denne und tschüss.